Jetzt über der Tagesordnung beschlossen in den Punkt 11.3 zunächst ein. Das ist Satzung zur Änderung der Hauptsatzung Landeshauptstadt Dresden vom 4. September hier die Beigeordneten. Und da liegen mir einige Änderungsanträge vor. Ein recht weitestgehender Ersetzungsantrag. Deswegen würde ich fragen, Herr Zestro, ob er erstmal eingebracht wird. Und auch die beiden Änderungsanträge, SPD und fraktionslos, nehmen wir bereits zunächst die Einbringung vorgenommen wird. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. In die beginnt heute die AfD-Fraktion, damit schon vorbereitet werden kann. Bitte schön, Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, eigentlich ist das heute eine sehr, sehr seltene Gelegenheit, die wir haben. Die kommt ungefähr einmal in 7 Jahren wieder. Nämlich, wenn wir ehrlich sind, haben wir nur alle 7 Jahre die Chance zu einer echten Verwaltungsstrukturreform. Immer erst dann, wenn wir über den Zuschnitt der neuen Verwaltung nach der Wahl entscheiden, können wir tatsächlich etwas ändern. Wenn wir es heute nicht tun, dann tun wir es in den nächsten 7 Jahren nicht. Dann müssen wir weitere 7 Jahre warten, um Veränderungen vorzunehmen. Ich hätte deswegen erwartet, dass auch von den neuen Mehrheitsfraktionen das Angebot zu einer ehrlichen Diskussion, zu einer Debatte an alle Fraktionen in diesem Haus auch kommt, dass man darüber nachdenkt, ob wir tatsächlich noch 7 Geschäftsbereiche in Dresden brauchen oder ob wir es nicht anders organisieren können. Jeder weiß das, die Einsparung eines Geschäftsbereichs bringt ungefähr 500.000 Euro, eine 500.000 pro Jahr Geld, was wir sehr dringend auch für andere Dinge, wir hatten ja gerade so eine Debatte, benötigen könnten. Und die Frage, ob wir tatsächlich noch 7 Geschäftsbereiche in Dresden brauchen, ist absolut legitim. Dieser Stadtrat hat in den letzten Jahren immer mehr Aufgaben ausgelagert. Ja, Herr Schollbach, Dresden wächst. Ob das so entscheidend ist für die Verwaltungsstruktur, das bin ich gespannt auf Ihre Begründung. Dresden wächst, aber wir haben in diesem Stadtrat auch entschieden, immer mehr Aufgaben in Eigenbetriebe, in städtische GmbHs, also auszulagern von diesem Gremium. Immer weniger Kompetenzen sind hier in diesem Gremium, immer mehr Kompetenzen außerhalb dieses Gremiums. Und wenn ich das richtig sehe, durch die Stärkung der Stesat oder auch eine Gründung der WOBA, was alles hier diskutiert wird, wird dieser Prozess ja noch fortgesetzt. Das muss an irgendeiner Stelle auch mal eine Effizienzrendite haben. Und deswegen bitte ich Sie sehr, sich unseren Änderungsantrag noch mal durchzusehen. Sie haben ihn noch lange genug jetzt zur Diskussion in Ihren Fraktionen gehabt. Wir schlagen als FDP vor, einen reformatorischen Schritt zu machen und die Anzahl der Geschäftsbereiche von 7 auf 5 zu reduzieren. Ich glaube, das ist jetzt angesagt. Wir gehen damit noch ein Stück weiter über den Vorstoß der Oberbürgermeisterin, die eine Reduzierung auf 6 Geschäftsbereiche vorgeschlagen hatte, hinaus. Ich würde aber empfehlen, das mitzutun. Der Gipfel in Ihrem Vorschlag ist aber, das lassen Sie mich ruhig resümieren, dass Sie den Geschäftsbereich Wirtschaft abschaffen wollen. Sie haben jetzt quasi nur noch Geschäftsbereiche, die sich alle unheimlich gut mit Geld ausgeben und dem Umverteilen von Geld befassen. Aber den einzigen Geschäftsbereich, der sich mit dem Erwirtschaften von Geld, von Wertschöpfung in unserer Stadt beschäftigt, der sich darum kümmert, den schaffen Sie ab, meine Damen und Herren. Das ist ein Armutszeugnis und das können wir als FDP nicht mitmachen. Lassen Sie mich noch auf den zweiten Punkt kommen. Man könnte, wenn man Ihren Vorstoß heute sieht, ja denken, dass es sich um einen Vorgang aus den Weiten von Wladimir Putins Reich handelt. In Wahrheit ist es aber ein Vorgang aus den Tiefen der Dresdner Kommunalpolitik. Und was ich meine, wissen Sie auch ganz genau, das ist die aus meiner Sicht ziemlich freche und unerhörte Absenkung der Qualifikationsanforderungen, der Anforderungsprofile an die künftigen Bürgermeister. Herr Würz, hören Sie sich irgendwann mal selber zu. Sie haben gerade eben vor 5 Minuten hier gesprochen. Und was haben Sie gesagt? Sie wollen die Herrschaft der Juristen zurückdrängen. Es würde im Hochbauamt an technischen Sachverstand fehlen. Genau das Gleiche machen Sie in Ihren Qualitätsanforderungen, beispielsweise, wenn es um den neuen Stadtentwicklungs- und Baudezernenten geht. Wie kann man das tun? Sie lassen die Herrschaft der Juristen ja erst zu. Bisher war es immer gang und gäbe in dieser Stadt, dass wenigstens dieser Dezernent einen technischen Hochschulabschluss hat. In Zukunft ist es am Ende so, meine Damen und Herren, dass das eben nicht mehr Grundanforderung ist. Es ist übrigens der Chef über die Strukturen, die Sie selbst vorhin angesprochen haben. Hören Sie sich selber zu, Sie sind völlig unglaubwürdig, das nehmen Sie bitte mit nach Hause.
Die Mopo hat geschrieben, Hauptsache Sie können lesen und schreiben, so in etwa passt das ganz gut zu dem, was Sie hier tun. Am Ende reicht wahrscheinlich ein ausgeprägtes Interesse für den neuen Job, am Ende reicht ein gesundes Bauchgefühl, um am Ende auch so eine Behörde führen zu können. Mag sein, meine Auffassung von der Besetzung der künftigen Bürgermeister ist es nicht. Was Sie machen, ist ganz klar, Sie schaffen, Sie bauen eine Brücke zu lukrativen Bürgermeisterposten für Ihre eigenen verdienten Genossen. Ich bin mir sicher, lieber Herr Lichti, jede Wette. Wir werden uns alle wundern, wenn Sie nicht gesagt haben, Sie hätten es sagen können, Herr Lichti, bin mir ganz sicher. Wir werden uns alle wundern, wen wir aus Ihrer Truppe hier vorne wieder sehen werden. Und ich sage Ihnen eins, durch das, was Sie heute tun, dass Sie auf diese Mindestqualifikationsanforderung verzichten, bauen Sie demjenigen, der es am Ende machen soll, schon jetzt den Fehlstart mit rein. Denn die ganze Zeit wird jeder darüber nachdenken, wie ist es denn geworden, hat er eigentlich die richtige Qualifikation. Das ist ein ganz, ganz schwerer Rucksack, den Sie ihm mit auf den Weg geben. Ich bin gespannt und ich bin mir sicher, diese Diskussion setzen wir später fort. Dankeschön. So, jetzt Vorstellung, Änderungsantrag SPD-Fraktion. Herr Avenarios, gewünscht, macht. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, 2 Bemerkungen zu dem FDP-Antrag. Erstens, das klingt natürlich gut, Reduzierung von Bürgermeisterposten, Einsparung, aber so wird es nicht funktionieren. Es geht darum, langfristig eine Stadt in Richtung Metropole, echter Metropole, weiterzuentwickeln. Und da sollte man sich das Geld für 2 Dezernenten nicht sparen. Das sagt nicht die SPD alleine, sagt auch nicht die Kooperation alleine, sondern sagen auch die Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Zweitens, was Sie eben gesagt haben, über die Berufsqualifikation, ist auch unsachlich. Die Berufsqualifikation oder der Berufsabschluss ist ein Gesichtspunkt unter mehreren, der berücksichtigt werden muss. Es kann jemand sehr wohl ein guter Baubürgermeister sein, wenn er eine andere Ausbildung als Architekt hat. Es kommt auf die kommunalpolitische Erfahrung an. Es kommt auf die bisherigen Verwendungen an. Möglicherweise kann auch ein Fleischer ein guter Bürgermeister sein. Ich würde da niemand diskriminieren von vornherein. Also deswegen, Herr Zastrow, klingt alles gut, Herrschaft der Juristen beenden und so weiter und so weiter. Ich wundere mich auch über Ihre prognostischen Fähigkeiten, die Sie sich anmaßen. Lassen Sie sich doch einfach überraschen, wer dann nachher kandidieren wird. Ich möchte gerne noch. Habe ich noch eine Minute? Nee, ich habe heute noch hier. Achso, danke. Noch 3 Bemerkungen machen zu dem Konzept, was wir vorgestellt haben. Worüber ich mich freue, im Einvernehmen mit der CDU. Erstens, das Konzept für die beigeordneten Strukturierung ist Ausdruck unseres Bemühens, die Verwaltung effizienter zu machen. In diesem Zusammenhang, wir gehen nicht davon aus, dass in der Verwaltung Schlendrian herrscht, dass der Verwaltung Beine gemacht werden muss und so weiter, wie diese ganzen Sprüche immer so schön klingen. Wir gehen davon aus, dass der ganz überwiegende Teil der Bediensteten in der Verwaltung seine Arbeit ordentlich und verantwortlich macht. Aber deswegen kann man gerade durch den Zuschnitt auf die Dezernate das Ganze
effektiver machen. Wir bemühen uns mit diesem Vorschlag. Ob es funktioniert, wird sich zeigen. Wir haben uns bemüht, Querschnittszuständigkeiten zu bündeln, insbesondere dadurch, dass wir die Finanzen in ein Dezernat Personalrecht eingliedern, dass wir bei der Stadtentwicklung, in die wir die Liegenschaften wieder dazu nehmen, eine kompetenzmäßige Glättung herbeiführen, genauso wie beim Sozialdezernat, in das die Kliniken oder die Krankenhäuser zurück eingegliedert werden sollen. Wie gesagt, das ist jetzt ein Vorschlag. Ob er funktioniert, wird sich zeigen. Es hängt sicher auch davon ab, und jetzt komme ich wieder auf das zurück, was Sie gesagt haben, dass man die geeigneten Frauen und Männer findet, die diese Ämter dann auch ausfüllen können. Jedenfalls besteht jetzt eigentlich kein Grund zur Polemik, bloß weil wir an der Ausschreibung eine kleine Änderung vorgenommen haben. Vielen Dank. So, der letzte Änderungsantrag, Herr Green, bitte. Meine Damen und Herren, meine Herren Bürgermeister, ich denke, es ist unbedingt nötig, dass die Leute auf der Straße ganz deutlich erfahren, mit welcher Unverfrorenheit der Stadtrat beabsichtigt, hier Geld zum Fenster hinauszuwerfen. Seitdem im Mai 2014 das Wahlergebnis feststand, da schwafelte hier der linke Betonblock, dass die Bürgerbesetzung, die Bürgermeisterbesetzung nun festgelegt wird. Da wurde diskutiert, ob man der CDU ein oder zwei Mandate abgeben soll. Und die CDU ihrerseits führte einen kleinen Parteitag durch, in dem sich der Fraktionsvorsitzende dann gegen den Kreisvorsitzenden durchsetzte, mit der Entscheidung, dieses Geschenk anzunehmen. Der in der Ausschreibung vertretene Tenor, dass man den fachlich Geeignetsten aussuchen will, der ist total unglaubwürdig, nachdem nunmehr eine Verteilung nach Parteibuch bereits beschlossen ist. Geistert seit Mitte März sogar eine Liste mit konkreten Namen durch die Presse. Und dabei geht es nicht um Namen, die die Presse sich ausgedacht hat oder die sie vielleicht für wahrscheinlich hält. Nein, Linke, Grüne und SPD, zusammengefasst zur SED, haben diese Namen auf einer Pressekonferenz autorisiert. Der Pate der sächsischen Medienmafia, der Herr Dr. Lames in seiner verfassungswidrigen Doppelfunktion als Politiker und Richter, hat nun nicht mehr genug an seiner Macht. Nein, er will der Stadt ans Geld. Und Frau Jänichen will Baubürgermeister werden. Ja, vielleicht war sie in ihrer Jugend mal auf einem Konzert von der Musikgruppe Einstürzende Neubauten und hat daher ihre Kompetenz. Meine Damen und Herren, Sie wundern sich über die zunehmende Diskrepanz zwischen Politik und Bürger. Sie wundern sich über eine ständig abnehmende Wahlbeteiligung. Sie wundern sich über Veranstaltungen von Pegida, wo Zehntausende Menschen erscheinen. Das, was Sie jetzt hier abziehen wollen, ist einer der vielen Gründe. Sie wollen 20.000 Euro für den Ausschreibungstext in der Tages- und in der überregionalen Presse und in Fachzeitschriften veröffentlichen. Völlig unsinnig. Denn wie wir alle wissen, die Namen stehen ja schon längst fest. Die sind ja längst genannt. Man könnte Mitleid haben mit den ernsthaften Bewerbern, die sich vielleicht die Zeit nehmen, irgendeine Hochglanzmappe zu versenden, obwohl eigentlich die Verteilung nach Parteibuch geht und längst entschieden ist. Herr Tastro, Ihr Auftritt war spaßig. Sie waren 5 Jahre lang an der Regierung beteiligt. Und es hätte Ihnen freigestanden, die Gemeindeordnung so zu ändern, wie Sie es wünschen. Herr Tastro, vorschlagsberechtigt für den Bürgermeister ist nur jemand, dessen Namen mit Z anfängt. Wäre doch ein guter Satz gewesen in der Gemeindeordnung. Hätten Sie die Probleme nicht. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie das gewesen ist, als die CDU mal die Macht hatte und das auch dann in 2 Instanzen gerichtlich durchgesetzt hat. Sogenanntes Bürgermeisterurteil. Ich erinnere mich an jemanden, der mit einem Fax aus einem Internetcafé an der französischen Mittelmeerküste sich beworben hat und sich damit gegen alle möglichen Versender von Hochglanzmappen durchgesetzt hat. Das war einfach deswegen, weil er sowieso schon als gewählt beschlossen war und dann nur dieses Fax noch nötig war, um die formalen Voraussetzungen zur Kandidatur zu erfüllen.
Weiter mit den Widersprüchen im Ausschreibungstext. Herr Sittel und Herr Lehmann sind schon zweimal erfolgreich gewählt worden hinter dem Satz, es wird erwartet, dass die Beigeordneten ihren Wohnsitz in Dresden nehmen. Sie werden sich wohl diesmal wieder bewerben und Sie werden Ihren Wohnsitz wohl wieder nicht in Dresden nehmen. Ein letzter Satz noch zu den Kuriositäten. Herr Seidel hat ja schon im vergangenen Jahr verkündet, dass er nicht mehr kandidieren werde. Meine Damen und Herren, wer wetten will, der kann in der Pause zu mir kommen. Ich nehme Wetten an, dass Herr Seidel kandidieren wird. Dass wir Politiker allerlei Zeugs veranstalten, was hinterher gar nicht so gemeint war, ja, das ist das Volk ja leider nur gewohnt. Aber wenn es darum geht, dass Geld verbrannt wird, dann ist der Spaß zu Ende. Die Menschen da draußen zahlen ihre Steuern nicht dafür, dass sie von den etablierten Parteien mit diesem Geld die Lügenpresse alimentieren, indem sie völlig unsinnige Zeitungsanzeigen finanzieren. Wohlgemerkt, 20.000 Euro sieht die Vorlage für die Zeitungsanzeige vor, die nur eine Veralberung da ist. Da ist alles ja bereits beschlossen. Ich bereite mir vor, den Rechnungshof auf diese Geldverschwendung extra noch mal hinzuweisen, mit der Fragestellung, ob es sich hier nicht sogar um Untreue handelt. Deswegen der Ergänzungsantrag, Reduzierung auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimal der Ausschreibung. Ich denke, wenn es allein im Amtsplatz erscheint, bei dem sowieso feststehenden Ergebnis, würde das reichen. Danke. So, meine Damen und Herren, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es würde beginnen die AfD-Fraktion, das Wort gewünscht? Nein. Dann FDP nochmal das Wort gewünscht? Nein. Dann sind wir bei der CDU, Herr Thunhauser. Sehr geehrter Herr, diejenigen zu treffen, die vor 25 Jahren eine Arbeit geleistet haben, die wir uns hier heute so nicht vorstellen können. Es hat mich berührt, diejenigen aus unserer Mitte, die heute aktive Stadträte sind, Stadträtinnen, die sich die Zeit genommen haben, um an diesem wichtigen Ereignis, so würde ich es mal bezeichnen, teilzunehmen. Es hat mich aber auch berührt, wie wenige teilgenommen haben. Ich habe eine ganze Fraktion gar nicht gesehen. Ich habe aus manchen Fraktionen einen gesehen, manchen zwei, manche mehr. Und für mich ist das wenig respektvoll, vor allen Dingen gegenüber den Rednern, die sich gestern extra die Zeit genommen haben. Es waren nämlich außer einer fast alle, die seit 1990 eine Arbeit im Stadtrat geleistet haben. Und ich denke, auch einen Anspruch haben, von uns als Stadträte in so einer Veranstaltung entsprechend gewürdigt zu werden. Und weiterhin stellt sich mir die Frage nach der Veranstaltung, ich habe gezählt, es waren ca. 30 Leute anwesend, wie ernst wir uns selbst als Stadtrat nehmen. Wenn wir es noch nicht mal hinkriegen, uns Zeit zu nehmen, nach 25 Jahren daran zu denken, beziehungsweise auch einen Ausblick zu geben, wie wichtig eigentlich dieser Stadtrat für Dresden ist. Und warum sage ich das? In fast allen Reden, war auch das Thema präsent, worüber wir uns ja gerade unterhalten. Und fast alle Redner haben uns aufgefordert, dass wir im Stadtrat zusammenarbeiten müssen. Und das gilt natürlich auch bei der Besetzung der Bürgermeister. Was bleibt? Ja, unsere Fraktion hat sich nach einer außergewöhnlich spannenden und interessanten Klausurtagung dazu entschieden, den Ausschussbericht mitzutragen. Und warum? Weil wir seit 1990 Mitverantwortung tragen in dieser Stadt. Mitverantwortung tragen dafür, dass es den Dresdnern und Dresdnern so gut wie möglich, so würde ich es mal sagen, erträglich zu machen oder noch besser zu machen, in dieser Stadt zu leben. Und deswegen war es für uns dann am Ende der Diskussion auch keine Frage mehr, dass das so bleiben soll und wir die Vereinbarung, die die Fraktionsvorsitzenden geschlossen haben, dass die CDU letztendlich zwei Bürgermeister besetzen kann, auch annehmen werden. Das heißt aber nicht, das will ich auch nochmal an dieser Stelle ausdrücklich betonen,
Das heißt aber nicht, dass wir alles mitmachen werden. Denn wenn unsere Fraktion der Meinung ist, dass es nicht gut für Dresden ist, was eine Mehrheit beschließen wird, dass es nicht der richtige Weg ist für Dresden, dann ist es für uns ganz klar, dass wir dagegen sein werden. Und ich möchte mich noch mal ganz kurz zu einer Thematik äußern, die mir persönlich wirklich wehgetan hat. Und zwar die öffentliche Debatte über Qualifikationen von Bürgermeistern. Ich stelle nicht in Abrede, dass es wichtig ist, einen Hochschulabschluss zu haben. Vielleicht ist es sogar noch besser, promoviert zu sein. Aber ich stelle mir vor, wie diejenigen sich fühlen, denen eigentlich damit deutlich gemacht wird, dass sie möglicherweise weniger wert sind. Und das sollten wir, da meine ich alle, in öffentlichen Diskussionen, nicht fraktionintern, da können wir, denke ich, alles sagen und müssen sogar alles sagen, müssen wir in öffentlichen Diskussionen beachten, welche Wirkung das auf alle Dresdnerinnen und Dresdner hat. Und wenn es nach mir ginge, das ist jetzt ganz persönlich, ist es viel wichtiger, dass die Frauen und Männer, die künftig Bürgermeister sein werden, führungsstark sind, wirklich führungsstark. Und um das vielleicht etwas skurrile Beispiel aufzunehmen, auch ein Fleischer muss führungsstark sein. Und dann kommt eine ganz andere, für mich genauso wichtige Eigenschaft dazu. Die müssen auch eine Empathiefähigkeit haben, eine stark ausgeprägte Empathiefähigkeit. Warum? Neben der Führung von Mitarbeitern gehört natürlich auch die Motivation von Mitarbeitern. Und das, denke ich, sind ganz wichtige. Das sind ganz wichtige Eigenschaften, die natürlich nicht vor in der Qualifizierung stehen dürfen, aber die mindestens genauso wichtig sind und die wir bei der Auswahl, wenn es dann soweit sein wird, auch mit im Blick haben müssen. Ich wünsche mir zum Schluss. Sofort. Das kommt eigentlich selten bei mir vor. Ich wünsche mir für uns alle, aber eigentlich für die Dresdnerinnen und Dresdner, eine erfolgreiche Ausschreibung. Ich wünsche mir, dass wir uns wirklich intensiv und ernsthaft damit auseinandersetzen und zum Ende, wenn wir im Stadtrat wählen werden, dass die besten Frauen und Männer die Bürgermeister werden und dass wir die Fähigkeit wiederum haben, mit diesen Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen, müssen wir ja dann sagen, auch gut zusammenzuarbeiten. Dankeschön. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Scholker, bitte. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, Die Linke, die Grünen, SPD und Piraten, die hätten jetzt, wo die Neuwahl der Beigeordneten bevorsteht, durchaus die Möglichkeit, Rache zu üben für das, was die CDU bei vielen Beigeordnetenwahlen hier in dieser Stadt veranstaltet hat. Aber wir werden uns genau von diesem Gefühl nicht leiten lassen, sondern wir handeln aus Überzeugung, aus der Überzeugung heraus, dass es wichtig ist, dass die wesentlichen gesellschaftlichen Kräfte an der Spitze einer Stadtverwaltung vertreten sind, weil das nämlich die wesentlichen gesellschaftlichen Kräfte zwingt, an der Spitze der Stadtverwaltung miteinander ins Gespräch zu kommen und in irgendeiner Weise auch miteinander zusammenzuarbeiten. Nun will ich nicht behaupten, dass man damit vorhandene Gräben zuschütten könnte. Das ist bestimmt auch nicht die Aufgabe. Aber zumindest kann man die Tiefe der vorhandenen Gräben ein Stück reduzieren. Und das, denke ich, könnte unserer Stadt gut tun. Wir haben vor der Kommunalwahl immer gesagt, wir wollen die wesentlichen gesellschaftlichen Kräfte an der Stadtspitze sehen. Und genau dieses Versprechen, was wir vor der Kommunalwahl abgegeben haben, das erfüllen wir jetzt, indem wir auch die CDU beteiligen. Und meine Damen und Herren, Sie können sich sicher sein, das fällt auch bei uns nicht jedem so ganz leicht. Zweiter Gesichtspunkt. Wir bauen die Verwaltungsspitze um. Es findet eine Strukturreform statt. Herr Zastrow hat sie ganz offensichtlich übersehen mit seinem vielen Schaum vor dem Mund. Es finden ganz wesentliche Änderungen statt. Ich will ein Beispiel sagen.
Vor einigen Jahren, das hat sich mir in der Sache nie erschlossen, wurde die Zuständigkeit für Krankenhäuser an den Beigeordneten für Ordnung und Sicherheit gegeben. Das verstehe wer will, das werden wir jetzt korrigieren und der Sozialbeigeordnete wird da wieder zuständig sein in Zukunft. Oder auch die Liegenschaften. Die Liegenschaften, also unsere Grundstücke, liegen beim Finanzbürgermeister. Und so wurden die auch behandelt, nämlich als reine Verkaufsobjekte und nie als Möglichkeiten der Stadtentwicklung. Das wollen wir verändern, deshalb werden die Liegenschaften künftig im Bereich des Baubürgermeisters oder der Baubürgermeisterin angesiedelt sein. Drittens, meine Herren, Sie nehmen mir es nicht übel, aber seit vielen, vielen Wahlperioden haben wir hier doch eine mehr oder weniger traurige Männerriege vorne sitzen. Und ich finde, das muss sich ganz dringend ändern. Und wir werden mit dieser Wahl dafür sorgen, dass es hier vorne auch etwas weiblicher wird, meine Damen und Herren. Und jetzt, meine Damen und Herren, noch ein Wort. Hier wurde ja versucht, der Eindruck zu erwecken, Rot-Rot-Grün würde hier irgendwelche nicht qualifizierten Leute installieren wollen. Also bitte halten Sie uns doch nicht für dämlich. Wir sind hier in der Landeshauptstadt Dresden. Wir haben hier eine Mehrheit aus Linken, Grünen, SPD und Piraten. Wir wollen hier eine Verwaltungsspitze wählen, die entsprechend auch unsere Stadt voranbringt. Wir wissen doch, dass nicht nur die Dresdnerinnen und Dresdner darauf schauen, was wir hier im Rathaus machen, sondern dass auch von außen sehr interessiert geschaut wird, wie läuft das denn, wenn eine Großstadt von Rot-Rot-Grün regiert wird. Wir wissen doch, dass das Bedeutung hat, auch für die nächste Landtagswahl, dass das Signalwirkung haben kann, wenn wir hier eine gute Politik machen. Und deshalb werden wir doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir hier Leute installieren, die nichts drauf haben. Nein, wir werden hier hervorragende Beigeordnete wählen und dann werden wir mit diesen Beigeordneten gemeinsam eine gute Politik machen und Dresden gut regieren. Und dafür nehmen wir heute eine wichtige Weichenstellung vor. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, sehr geehrter erster Bürgermeister, die Wahl der Beigeordneten, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Entscheidung und deswegen ist es gut, dass wir heute eine breite Zustimmung dazu haben und es ist wichtig, dass mehr als die drei Fraktionen der aktuellen Gestaltungsmehrheit diese auch mittragen. Dafür haben sich die Grünen stark gemacht und ich finde das auch sehr wichtig, aus zwei Gründen, die ich benennen will. Es ist in der Tat so, und Sie wissen das, die letzte Wahlbeteiligung der Kommunalwahl lag bei 53%. Und es ist klar, wenn wir eine breite Mehrheit in dieser Stadt abbilden wollen, dann müssen wir natürlich über die knappe Ratsmehrheit hinausgehen und auch der CDU zum Beispiel konkret anbieten, Verantwortung zu übernehmen. Und außerdem, es wurde auch schon gesagt, sieht das die sächsische Gemeindeordnung so vor. Nur bisher war es eben anders. Es war anders gehandhabt. Es wurde bereits zu Recht von Herrn Kollegen Scholbach sehr klar darauf hingewiesen, dass man das bisher in dieser Stadt anders gehandhabt hat. Und ich glaube auch, dass es gut ist für die demokratische Kultur in dieser Stadt, und da bin ich Herrn Donhauser für seine klugen Worte sehr dankbar, wenn die politische Verantwortung in einer Stadt so breit aufgestellt ist, dass man miteinander in einen Dialog kommen muss. Und gestatten Sie mir noch mal ein Wort. Ich komme aus der Bürgerbewegung für den Erhalt des Dresdner Welterbes. Und wir haben immer darunter gelitten, dass es in dieser Stadt aus unserer Sicht eben nicht möglich war, dass die beiden Blöcke miteinander in eine Diskussion kommen und das Problem relevant lösen, sondern wir haben immer wahrgenommen, dass sie sich gegenüberstehen und entsprechende Kämpfe auf dem Rücken und im Interesse der Dresdner ausführen. Und das war bisher anders, meine lieben Kollegen. Und Herr Zastrow, Sie erzählen uns hier viele Sachen, vieles davon stimmt nicht. Gestatten Sie mir, ich habe letzte Woche zu dem Thema nicht gesprochen, Sonntagsöffnungszeiten haben Sie erzählt, dass Sie hier in 3 Wochen oder 2 Monaten irgendwie 40.000 Unterschriften haben. Wir hatten damals in 3 Monaten 55.000 für den Erhalt des Welterbes und nicht dafür nochmal zusätzlich eine Wurst zu kaufen. Damals haben Sie das Ratsbegehren abgelehnt, das hätten Sie genauso machen können. Und jetzt fordern Sie hier 5 statt 7 Beigeordnete, Herr Zastrow. Und wo waren Sie denn vor 7 Jahren, das frage ich Sie, mit genau dieser Forderung nach 5 Beigeordneten? Wo waren Sie vor 7 Jahren,
genau mit der Forderung nach angemessener Beteiligung aller relevanten Fraktionen. Und ich kann Ihnen sagen, wo Sie waren. Ich war da nicht hier, aber Sie haben hier gesessen und Sie haben genau das nicht eingefordert. Und das können Sie mit nach Hause nehmen, unglaubwürdig, ganz groß, fett gedruckt, können sich in Ihre FDP-Vitrine stellen. Denn das ist reiner Populismus, was Sie hier abziehen, und den beherrschen Sie ja nun so glänzend. Und dazu noch ganz kurz: Wirtschaft, sagen Sie, spielt keine Rolle. Es spielt natürlich eine Rolle. Es wird der künftigen Oberbürgermeister oder Bürgermeisterin zugeordnet. Damit wird es zur Chefsache, weil wir natürlich wissen, dass das Geld, was wir hier ausgeben, auch verdient werden muss. Und noch ein Satz zur Qualifikation. Auch dafür bin ich dankbar, schon viele kluge Worte hier gesagt worden. Die Grünen werden eine Findungskommission eben zur Besetzung der Beigeordneten ausschreiben. Und wir glauben, das ist eine angemessene Haltung in dieser wichtigen Frage. Und ich glaube, damals, wenn ich mir das zu Recht in Erinnerung rufe, Herr Zastow, hatten Sie sicher keine Findungskommission. Und hätten Sie, das ist mein letzter Satz, bei der letzten Kommunalwahl nicht um Stimmen von Autos, sondern um Wähler geworben, dann wäre vielleicht auch die FDP wieder in der Lage, einen Dezernenten zu stellen. Danke. So, SPD nochmal das Wort gewünscht. Ansonsten gibt es weitere Wortmeldungen. Herr Zastow. Sie müssen nur ehrlich sein, Herr Löser. Dann ist es doch Rache. Dann ist Ihre Triebfeder Rache, nichts anderes. Sie sind aber angetreten als, wie heißt Ihre komische Koalition? Fortschritt, wie? Die Gestaltungsmehrheit, fortschrittlich oder irgendwie so Sprüche klopfen können Sie auch ganz gut. Das haben Sie ja, Sie wollten doch alles anders machen. Ist ja nicht so, sondern Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist das, was Sie machen. Das ist das, was Sie machen. Bei der letzten, seien Sie ruhig, bei der letzten Bürgermeisterwahl. Es tut mir leid, dass da drüben die ganz linke Seite sich gespalten hat. Da sitzen zwei Linke. Da sitzen zwei Vertreter von den linken Bürgermeistern. Der Sozialbürgermeister und der Kulturbürgermeister, die damals genau von den Linken auch gekommen sind. Das heißt, es ist repräsentativ gewesen. Tut mir leid, genauso ist das. Ja, das tut mir leid. Aber er lacht schon genau in der richtigen Art und Weise, wie Sie sehen. Dass die beiden Ihnen abhanden gekommen sind, das mag so sein, nicht unsere Schuld. Das mag so sein. Ja, uns sind ein paar Wähler abhanden gekommen, ich denke, das ändern wir auch. Ich muss auch darüber nicht mehr nachdenken. Es mag sein, dass wir demnächst keinen Bürgermeister mehr stellen, aber wir stellen den Oberbürgermeister, und das ist eine ganze Menge. Danke. So, weitere Wortmeldung, Herr Arvenagius. Meine Damen und Herren, ich bitte um Nachsicht, dass ich was vergessen hatte. Ich möchte noch den Änderungsantrag einbringen, dass die Beigeordneten, die sechs, die jetzt zu wählen sind, in einem Wahlgang in einer Sitzung des Stadtrates gewählt werden. Auch das dient der Vereinheitlichung von Verfahrensabläufen, und deswegen bitte ich darum, dass wir das aufnehmen und im Übrigen über das ganze rhetorische Getöse hinaus. Setzen Sie sich doch einfach mal mit dem Vorschlag auseinander, dass es eine verdammt gute Idee ist, die Wirtschaft jetzt zur Chefsache zu machen, zur Chefinnensache, muss ich sagen. Denn wir werden ja weiterhin eine Oberbürgermeisterin haben. Lassen Sie mich einfach ausreden. Wenn es so gut funktioniert hätte in den letzten 10 Jahren, dann hätte man ja sagen können, belassen wir es bei der alten Struktur. Aber es hat ja doch nicht so gut funktioniert. Die Ansiedlungen sind nicht annähernd so, wie sie zu wünschen wären. Und gerade Sie, der immer groß tönt, wir müssen hier Ansiedlungen herkriegen, sollte vielleicht auch mal überlegen, ob man nicht mit kreativeren Strukturen in der Verwaltung gerade dieses Problem besser in den Griff kriegen könnte. Deswegen überlegen Sie sich einfach, ob Sie nicht da tief durchatmen und sagen können, so unvernünftig ist es gar nicht, was jetzt versucht wird.
Herr Mattis und dann Herr Wirtz noch. Herr Mattis, auf geht's. Und nochmal Herr Arvenarius. Ich hatte Sie vor uns aufgerufen, den Änderungsantrag einzubringen als erstes. Bitte dabei die nächsten Thematiken aufzupassen, weil erst werden die Änderungsanträge eingebracht und dann geht es in die Fraktionsrunde. Herr erster Bürgermeister, ich mache es gleich von hier. Herr Zastro hatte mich provoziert. Ich wollte dazu was sagen. Ich lasse es jetzt einfach weg im Sinne unseres Zeitplans und des guten Klimas im Raum. Ich verweise nur noch mal darauf, dass wir in dieser Sache einen Ausschussbericht vorliegen haben. Der Ausschussbericht hat 13 Ja-Stimmen von CDU, SPD, Grünen und Linken. Es gibt keine Nein-Stimmen. Die AfD hat sich der Stimme enthalten und die FDP hat in der Ausschusssitzung gefehlt. Danke. Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Stadträte, ich will nur korrigieren, ich bin hier falsch zitiert worden. Ich habe gesagt, ich möchte dem technischen Sachverstand mehr Gehör verschaffen. Ich habe nicht behauptet, dass er nicht da wäre. Ich halte es für äußerst unredlich, wenn hier so falsche Tatsachen in den Raum gestellt werden und möchte, dass es nicht nochmal passiert. Vielen Dank. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Zastro. Also eine Sache, lieber Herr Arvenarius, Sie sind wirklich der Auffassung, dass die wirtschaftliche Entwicklung unserer Heimatstadt in den letzten 10 Jahren nicht positiv gewesen ist? Dresden hat sich so herausragend entwickelt, viel besser als die meisten Großstädte in Ost und West. Und da bin ich dankbar übrigens der gesamten Bürgermeisterriege und auch dem Wirtschaftsbürgermeister, dass genau das so gelungen ist. Und eine Sache, lieber Herr Arvenarius, bitte. So vergesslich kann man beim besten Willen nicht sein, bei allem Respekt. Ihr Wirtschaftsminister Martin Dulich ist in den Landtagswahlkampf genau mit 2 Wahlversprechen gegangen. Das eine war die Wiedereinführung des Weihnachtsgelds fürs Beamte, hat er nie gemacht. Das zweite ist gewesen, er will einen DAX-Konzern, den Sitz eines DAX-Konzerns nach Sachsen holen. Bereits im November hat er genau dieses Wahlversprechen gebrochen, indem er gesagt hat, naja, man müsse wohl doch zur Kenntnis nehmen, dass das mit den Großansiedlungen in Sachsen schwierig wird. Die Zeiten der Großansiedlung sind vorbei und wir müssen das nächste Wachstum aus unserer eigenen Wirtschaft heraus schaffen. Hören Sie an dieser Stelle bitte auf Ihren eigenen Wirtschaftsminister. Wenn wir in Dresden weiter wachsen müssen, dann müssen es unsere Unternehmen, die hier sind, schaffen. Unsere Unternehmen sind noch zu klein, sie sind noch nicht stark genug, das anzupacken. Das ist die Wirtschaftspolitik der nächsten Zeit. Wenn Sie jetzt schon wieder von neuen Großansiedlungen sprechen, weiß ich, dass der neue Oberbürgermeisterin, oder was Sie gesagt haben, schon ein halbes Jahr später genau dieses Wahlversprechen erneut einkassieren wird, so wie es Martin Dulich auch gemacht hat. So, wird weiterhin das Wort gewünscht. Das ist nicht der Fall. Bevor zur Abstimmung kommen, würde ich ganz kurz noch dazu was sagen. Sie haben ja explizit das Thema Wirtschaft nicht zugeordnet und haben das ja auch in Ihrem Änderungsantrag mal da offen gelassen, wo es zugeordnet wird. Wäre es beim Oberbürgermeister gewesen, hätte ich dadurch Nachteiligkeit für diese Stadt gesehen und hätte mir vorbehalten, auch dem zu widersprechen, weil ich das für groben Unsinn halte. Aber dazu können wir uns später noch unterhalten. In der Fassung, wie es jetzt ist, kann man es auch bestätigen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem federführenden, dem Ersetzungsantrag, haben wir den weitestgehenden der FDP-Fraktion seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind 4 Gegenstimmen, ist die überwiegende Mehrheit. Wer damit abgelehnt? Und dann haben wir einen Änderungsantrag im Punkt 3 von Herrn Green eingebracht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind 2 Gegenprobe. Das ist auch hier die überwiegende Mehrheit damit auch abgelehnt. Und jetzt haben wir noch einen Änderungsantrag eingebracht von der SPD im Punkt 4. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist die überwiegende Mehrheit der Stimmen. Die wäre damit angenommen. Insoweit stelle ich zur Abstimmung den federführenden Ausschussbericht in der leichten Modifikation, wie gerade beschlossen. Wer dem folgen möchte, bitte ums Handzeichen.
Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja, 6 Nein und 4 Enthaltungen, damit angenommen. So, damit hätten wir den 11.